Verehrte Zuschauer, liebe Freunde unserer Buchhandlung. Bevor wir uns dem Buch des Monats widmen, möchte ich Ihnen ganz kurz ein anderes Buch vorstellen. Wenn ich im Moment auf die Bestsellerlisten schaue, freue ich mich ganz besonders über ein Buch, das ich dort nicht ganz oben erwartet hätte. Nämlich Arno Geiger. Der alte König in seinem Exil. Arno Geiger schreibt über seinen an Demenz erkrankten Vater, über sein Leben und sein Verhältnis zu ihm selbst. Daraus ist aber kein gefühlsduseliges Buch des Abschiedsnehmens geworden. Auch macht er sich nie über die Gebrechen seines Vaters lustig. Vielmehr begegnete er ihm mit einem derartigen Respekt, billigt ihm eine Würde zu, dass aus diesem kleinen Büchlein, gut 180 Seiten, ein großes Buch geworden ist. Ein Dokument der Menschlichkeit, wie ich finde. Arno Geiger, der alte König in seinem Exil. Unser Buch des Monats aber ist ein anderes. E.L. Doktorow, Homer and Langley. Doktorow ist er bekannt geworden mit Romanen mit historischem Sujet wie etwa Ragtime. Auch hier orientiert er sich an historischen Vorbildern. Die Brüder Homer und Langley Collier gelten mit als die ersten in der Literatur beschriebenen Messies. Sie wurden in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts geboren und haben bis 1947 gelebt. Als man nach ihrem Tod das von ihnen bewohnte Haus in der Fifth Avenue in New York geräumt hat, fand man es vollgestopft mit Unrat. Diverse Fahrräder bis hin zu einem kompletten Automobil fand man darin und auch die Leichen der beiden. Langley fiel wohl einer von ihm selbst gebauten Falle zum Opfer, woraufhin auch sein ans Bett gefesselter Bruder sterben musste. Doktorow geht relativ frei mit den historischen Fakten um. Er vertritt beispielsweise die Geschwisterfolge und lässt die beiden bis in die 70er Jahre leben. Damit schafft er aber ein völlig subjektives Porträt des 20. Jahrhunderts, das es in sich hat. Geschrieben aus der Perspektive des erblindeten Bruders Homer, schafft er in seiner Erzählweise einen derartigen Sog, dass einen das Buch eigentlich gar nicht mehr loslässt. Homer und Langley von E.L. Doktorow. Erschienen ist bei Kiepenheuer und Witsch, kostet 18,95 €. Selbstverständlich sind beide Bücher bei uns im Laden, wie auch in unserem Webshop erhältlich. Vielen Dank. Beehren Sie uns.